Hallo Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Heute habe ich das Vergnügen, euch ein wunderschönes kleines EDC-Taschenmesser vorzustellen, nämlich von Atelier 1515 Manu Laplace. Und ja, das kommt immer schön mit so einem handgeschriebenen kleinen Booklet dabei. Sehr persönliche Geschichte. Hier haben wir das typische Design von Manu Laplace, aber das Besondere, er hat ein paar Stücke jetzt neu gebaut mit Carbon. Hier mal so eine Gold-Carbon-Ausführung. Wie gewöhnlich bekommt man seine Messer mit Holz, Horn, Knochen, fossile Elfenbein. Aber hier mal für die vielleicht jüngeren Taschenmesser. Liebhaber, Sammler, die eben halt auf moderne Materialien stehen, wie hier so ein cooles Fettcarbon. Aber natürlich trotzdem die elegante 1515er Linie. Das ist wirklich heiß. Damast, rostfrei, 288 Lagen. Schaut euch mal den Backspacer an. Auch in Gold, passend zu diesem Gold-Fettcarbon. Irre und eine krasse Sache bei den normalen Modellen, schreibt er ja immer noch was hier rein. Was da steht, also müsst ihr von einem Franzosen übersetzen lassen, kann ich euch nicht sagen. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Gravuren, ihr seht da unten noch seinen Namen, Manu. Er macht die alle selber, die Gravuren. Er macht auch immer den Zusammenbau und die Endkontrolle. Seine Mitarbeiter bauen die Teile und er und sein bester Mitarbeiter kümmern sich nachher eben ums Zusammenbauen, ums Finishen, um die Qualität. Jedes Messer von ihm geht durch seine Hände. Auch wenn dann die Klingen, Platinen, Backspacer und Griffschalen von seinem Mitarbeiter hergestellt werden, ist er und sein Vorarbeiter bei der Endmontage und Gravur sowie Qualitätskontrolle. Dadurch könnt ihr sicher gehen, immer ein gutes Taschenmesser zu bekommen. Das ist jetzt eine EDC-Ausführung, würde ich mal sagen, ne? Schön kompakt, schön klein. Wir haben hier eine 65 mm Klinge, eine Gesamtlänge von 18 cm und ihr seht, ich kriege gerade noch alle vier Finger drauf. Aber ich würde sowas wahrscheinlich lieber mit so drei Finger halten und den kleinen noch dahinter. Aber ihr seht, es passen alle vier Finger auf dieses Taschenmesser. Ein sehr schönes Damastmuster. Cooler Backspacer. Handgraviert noch ein bisschen. Liner, Damast, Gold, Fett, Carbon, Alter, was willst du mehr? Wahnsinn. Sehr schönes EDC. Kommt noch mit so einem kleinen Lederetui, da kannst du das Messer schön reinmachen und ab damit in die Hosentasche. Einfach nur traumhaft das Teil, oder? Was meint ihr? Machen wir mal hier die Rückseite, das sieht doch wirklich cool aus. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder? Und ich sage danke fürs Reinzappen, Bewerten, Kommentieren. Und ja, wir sehen uns dann hier gleich nochmal mit weiteren Manu Laplace Messern. Alle schauen wir uns nicht an, aber wir schauen uns auf jeden Fall noch eins von den großen an. Das gibt es ja auch noch in groß. Das ist ja mit 65 mm Klinge, das gibt es auch mit 85 mm Klinge. Wir schauen uns noch ein großes an, sag ich mal, in einer etwas einfacheren Ausführung. Also bis gleich, macht's gut, bye bye, euer Elbili. Hallo Taschenmesserfreunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Manu Laplace, Schnelldurchlauf heute. Das Besondere an diesen Modellen mit dem nur Carbon-Griffschalen, das ist eine Limited Edition. Davon gibt es nur 5 Stück in der kleinen Ausführung und 5 in der großen mit 14C28 Endlinge. Aber hier haben wir wieder, aufpassen, die Dinger sind echt höllisch scharf. Hier haben wir wieder diesen sehr schönen rostfreien Damast mit 288 Lagen und schönen Carbon-Griffschalen. Sieht ihr zum Beispiel die Gravur, wenn man es erkennen kann. 1 von 5, das andere Modell ist 2 von 5. Das ist natürlich schon cool, hier eins davon zu haben. Und man weiß, es gibt nur noch 4 weitere Typen irgendwo in Europa, die auch eins im Hosensack haben.
Ah, sehr schönes Damastmuster. Tolles EDC. Gefällt mir sogar noch einen Tacken besser wie das Goldene. Einfach nur hier schwarz, aber das sieht auch aus wie so ein Damastmuster. Sehr schön. Ja, läuft fein. 1A Verarbeiter. Wunderschönes EDC-Taschenmesser. 1515. Made in France. Sehr schön. 155. Cool. So, das war's schon ganz kurz. Mehr brauchen wir da nicht. Können wir mal so schön noch unter die Produkte machen, das Video. Hat man schon noch ein bisschen Deko dazu. Okay, das war's. Danke. Ciao. Nachdem wir das kleine EDC in Gold Carbon hatten, haben wir hier auch noch die große Ausführung in Gold Carbon. Hier auch wieder so ein schönes Booklet mit dabei mit einer persönlichen Notiz von Maggie. Hier wieder dieses schöne Goldfett Carbon. Das sieht schon echt stark aus. Auch hier wieder, ich hoffe, man kann es erkennen. Ein Sprüchchen da drin. Was er da mal genau reinschreibt, weiß ich nicht. Wer Französisch kann, kann es ja mal übersetzen. Hinten wieder. Signiert von ihm. Ne? Er macht die Gravuren und zusammenbauen in die Qualitätskontrolle der Messer. Hier auch ein abgefahrener Backspacer. Sieht aus wie so eine Wirbelsäule. Ne? Und das ist jetzt die große Ausführung. Wer sagt, ah nee, so EDC. 3-Inch-Klasse oder sogar nur 65 mm ist mir zu klein. Und will hier zur mittleren Größe greifen. Hier haben wir die 85 mm lange Klinge und eine Gesamtlänge von 20 cm. Das ist dann schon ein Taschenmesser in ja, mittlerer, normaler Größe. Da passen dann auch ohne Problem 4 Finger einer größeren Hand drauf. Ja, da hat man dann schon gut was in der Hand. Ah, mir gefällt dieser Damast. Ich bin sonst nicht so ein wahnsinniger Damast- und Carbon-Fan, aber das ist schon ein cooles Set hier mit diesem Carbon so auf Hochglanz poliert und dann auch entweder nur das Carbon oder hier mit Gold-Carbon. Im nächsten Video werden wir noch Kupfer-Carbon sehen. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Das ist ja Menü Laplace, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das geht hier einmal rundherum, ne? Cool. Cooler Backspacer. Diese kleinen Details mit der Gravur. Das schöne Carbon. Tolles Damast. 1A Qualität. Die Verpackung. Das persönliche Zertifikat. Ja, das ist schon alles sehr schön durchdesignt von ihm. Gut, wir werden noch weitere Modelle anschauen. Darum halten wir uns hier ein bisschen kurz. Technische Daten sind ja nicht immer dieselben. Entweder wir haben die 65 mm Klinge und eine Gesamtlänge von 18 cm oder wir haben die 85 mm Klinge mit einer Gesamtlänge von 20 cm. Also auf geht's zum nächsten. Und weiter geht's mit Atelier 1515 Menina Blass. Hier ist eigentlich einer meiner Favoriten. Ebenfalls das größere Modell. Wir haben hier wieder die, sag ich mal, normalen Carbon-Griffschalen, obwohl was hier ja schon das einfache normale Carbon ist, das ist schon bei anderen Herstellern wäre das dann High-End. Aber ich meine jetzt halt mal nur mit nur Carbon und nicht noch irgendwie Kupfer oder Gold mit drin. Aber das allein hat schon eine wunderschöne Maserung. Spricht man bei Carbon von Maserung? Nee, bei Holz oder ich würde sagen Muster, ne? Sehr schönes Muster. Hier kann man nochmal einen Blick auf die Lederscheide, auf das Etui der großen Messer werfen. Da ist hier nochmal so eine Prägung mit Atelier 1515. Sehr schön. Auf den kleinen fehlt das leider. Die kleinen sind einfach nur blank. Bei den großen haben wir hier noch das Logo hier drin geprägt. Auch cool. Hier wieder das Coole. Die normalen Carbon-Ausführungen sind auch wieder limitiert. Gibt es auch 5 Stück davon. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Modell
5 von 5 und Stahl kommt hier eben etwas einfacherer 14C28N zum Tragen, aber sehr guter Stahl von Sandvik, wurde entwickelt zusammen mit Kircher damals extra für die Taschenmesserproduktion, also einer der wenigen explizit für die Taschenmesserproduktion hergestellte Stahl. Sehr cool. Auch hier haben wir wieder die mittlere Größe, 20 cm Länge, 85 mm Klinge. Aber persönlich muss ich sagen, mein Favorit, auch um einiges günstiger, da wir hier eben auf den sehr teuren Damaststahl verzichten, hat das hier, muss ich sagen, ein wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis. Custom Folder von der 5er Serie, Handmade, hier drin schön graviert. Wir haben die 1 von 5 und die 5 von 5 bekommen. Das ist halt schon cool. Also da könnt ihr echt noch schwach werden. Ja, hochglanzpoliert, da siehst du halt immer jeden Fingerabdruck, ne? Muss man halt mal abends mit einem Mikrofasertuch drüber gehen. Aber das ist ein Folder, würde ich mal sagen. Der schreit doch gerade dazu, danach benutzt zu werden. Schön zum Essen. Ja, die Franzosen, die haben alle immer ein Taschenmesser dabei. Und sobald Essen auf den Tisch kommt, hörst du es nur noch klack, 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 klack. Kommen die ganzen Messer raus und dann wird damit gegessen. Die verwenden das wirklich für alles. Das Einzige, was die Franzosen dazu brauchen, ist maximal ein Löffel. Gabel können die glatt drauf verzichten mit einem schönen Folder. Nimmt man halt den als Piekser. Ja, sieht man da nochmal schön ohne Damast, ja, das Logo 1515 und auch hier nochmal Made in France. Schöne kleine Schrauben, eleganter Backspacer, erinnert mich an so alte Edelstahlfeuerzeuge oder Silberfeuerzeuge von, wie hießen die, Dupont? Ach, ich weiß nicht mehr, sieht cool aus. Hier haben wir 1, 2, 3, ich glaube die Modelle heißen noch irgendwas mit 1, 2, 3. Ist immer irgendwie ein bisschen schwer, das Französisch, handgeschriebene Französische zu lesen. Ja, 20 cm, 85 mm Klinglänge. Klasse in der Hand. Sandvik 14C28N. Schönes Carbon. Einfach nur ein toller Folder. Gut, Freunde. Machen wir weiter. Wir haben noch einen. Dann sind wir schon fertig mit der tollen kurzen Ausflugsreise. Nach Thiers. Naja, Traditionshaus in Thiers. Schaut euch das Video an aus seiner Werkstatt und aus seinem Showroom. Also so ein Showroom, sowas habe ich noch nie gesehen. Irre, da kannst du wahrscheinlich, wenn du da schön mit einer Schwarz-Weiß-Kamera hingehst, schön noch mit Film, da könnte ich 10-36er Filme vollballern. Nein, nur im Showroom, so toll ist das ausgestattet. Okay, das war's. Ciao, bis zum nächsten Video. Mach's gut, bye bye. Letztes Video. Atelier 15 Menü Laplace. Hier wieder schön mit so einem handgeschriebenen Booklet dazu. Könnt ihr mal übersetzen. Sehr schön. Alles durchdesignt und durchgestaltet. Und hier kommt das richtig cool zur Geltung, dieses Kupferfettcarbon. Dieser rote Touch hier drin. Schöner Kontrast zur Damasklinge. Cool. Auch hier wieder die große Ausführung. 85 mm Klinge und 20 cm Gesamtlänge. Ja, hat ein schönes Gewicht. Ist nicht zu schwer, wiegt irgendwie so 120, 125 Gramm. Lässt sich wunderbar bedienen. Die Messer natürlich, sag ich mal, zweihandkonform. Schaut euch mal diesen Backspacer wieder an. Ist das nicht traumhaft? Und auch hier wieder bei diesen Modellen. Da steht ja, da steht ein ganzer Roman drin. Keine Ahnung, was da drin steht. Ja, innenpolierte Platinen, sehr schön. Da spiegelt sich nochmal alles. Ne? Also hier schön. So immer da steht, ich kann es nicht lesen. A zu klein, B Französisch. Wer es lesen und übersetzen kann, könnt es ja mal drunter schreiben. Macht da immer irgendwelche tollen Sprüche da rein. Cool. Ja, das sind so die kleinen Details, was man halt in so einer schönen Location vor Ort eben anschauen und dort auch kaufen kann. Ein Stockwerk tiefer unterm Showroom ist die Werkstatt. Da sitzt ein Manu, sein Vorarbeiter, sein Capo und ein paar Mitarbeiter und produzieren schier rund um die Uhr die ganze Woche
schöne Taschenmesser und gönnen sich abends dann auch mit Kunden wieder mal eine schöne Party oben auf der Terrasse und lassen sich es dann auch wieder gut gehen. Und ich würde sagen, bei diesen tollen Werkzeugen, die die herstellen, haben sie sich auch am Freitagabend da die gemütlichen Feierabend verdient mit etwas Barbecue und etwas zum Trinken. Wer solche Kunstwerke abliefert, sollte auch den Feierabend genießen dürfen. Einfach schön. Die Messer sind einfach schön. Gerade wer meinen Kanal länger verfolgt, weiß, ich bin nicht so der wahnsinnige Carbon-Fan, aber das finde ich jetzt irgendwie richtig cool, weil ich kannte diese Messer bisher nur mit Holz und Knochen und Horn. Aber die Kombination jetzt, dieses klassische Design von ihm mit dann so einer traditionellen Klinge wie der Mast und dann aber so modernes Material wie so ein Kupferfettcarbon. Ich meine, das finde ich wirklich Hammer. Und bei den Dingern, da könnte ich echt schwach werden. Hier wieder das 1515. Sieht man auf der Damastklinge nicht ganz so gut. Muss man immer so ein bisschen mit dem Lichteinfall spielen. Und hier steht auch nochmal Made in France. Ja, das ist wirklich wunderschön. Das glänzt, alles spiegelt. Ist ja dann fast zu schade zum Verwenden. Aber da kennen die Franzosen nichts. Die kaufen sich was Gutes und verwenden es dann auch zum Essen, denn dafür sind diese Messer gemacht. Natürlich kann man sie auch sammeln und einfach nur in die Vitrine stellen, aber ich finde, wenn man so ein gutes Essen irgendwo mit Freunden und dann so ein Folder rausholt, da ist doch schon mal für Gesprächsstoff gesorgt. Ja, okay, das war's. Kleiner Ausflug nach Frankreich, nach Thiers. Wenn ihr mal da seid, geht unbedingt in sein Atelier vorbei. Die haben ziemlich lange Öffnungszeiten, haben fast jeden Tag geöffnet. Geht da mal vorbei, schaut euch mal den Showroom an und die ganzen Messer und ja. Gönnt euch so ein Teil. Billiger werden sie nicht mehr. Und so viele werden da auch nicht hergestellt. Und das ist natürlich halt ein Name, der hat sich halt schon etabliert. Hier, 2001, ja. 21 Jahre. Cool. Okidoki, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein, bleibt gesund. Viel Spaß mit euren französischen Messern. Und ja, schaut mal im Shop bei TFG vorbei. Da gibt es die Dinger noch. Ein paar, nicht viel. Ich würde mich beeilen. Macht's gut. Bye bye.